Wir sind auf der Suche nach den großen Lachsen in Schweden und treffen uns dafür mit Roger an einer Angellodge und bekommen hilfreiche Tipps für den wilden schwedischen Fluss mitten in der Natur. Schon auf dem Weg an die ersten Spots kommen wir uns vor wie in Alaska und sind absolut begeistert. Die ersten Fische können auf den Lachsspinner schnell gefangen werden. Eschen und Hechte verfolgen uns halt schon den ganzen Schwedentrip. Wir lassen uns nicht beirren und verfolgen unser Ziel weiter in traumhaften Flusskurven und Gewässerstrecken. Und tatsächlich sehen wir große Lachse springen, die allerdings nicht auf unsere Köder reagieren. Also ab zum nächsten Spot, über Brücken und Wälder, bis wir an einem kleinen Wasserfall ankommen, der hinter die malerische Natur ein fettes Ausrufezeichen setzt. Wir wandern langsam flussabwärts durch fischreiche Gewässer, doch der Zielfisch hält sich weiterhin von unseren Ködern fern. Wir folgen den Elchspuren und fangen ganz nebenbei weitere Hechte, Eschen und Bachforellen. Angekommen am Campground entschließen wir uns, beim besten Ausblick unsere Reisepläne zu ändern und Richtung Norwegen zu fahren. Also nochmal 7 Stunden in den Van, durch in Schnee gecoverte Berge. Folge, um das nicht zu verpassen.